Ja, oder auch, wenn ich heute gefragt werde, wie hättest du reagiert, wenn so ein Asylantenheim gebrannt hätte. Ich hätte ganz zynisch damals gesagt, als der Menschenfeind und ich sagen darf, das Arschloch, das ich war, ja, wenn die nicht hier wären, könnte man die auch nicht anzünden. Jeder will der geilste Führer sein. Ich bring's immer auf den Punkt, also das Idealbild eines Nazis ist ja ein Volk, ein Reich, ein Führer. Die Realität ist, kein Volk, kein Reich, aber 1000 Führer. Kommt der Hitler von Köln. Und dann habe ich diese Parteien nochmal angeschrieben und denen geschildert, was mir passiert hier. Das ist Axel Reitz, oder bei seinen alten Spitznamen bekannt, der Hitler aus Köln. Kommt der Hitler von Köln. Und er war Neonazi. Doch, was ist eigentlich ein Neonazi? Und wie konnte es erst so weit kommen? Eine Frage können wir euch schon mal beantworten. Sein Leben hat sich um 180 Grad verändert. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Wie ihr seht, sitze ich heute nicht alleine vor der Kamera, denn bei mir zu Hause ist heute der liebe Axel Reitz zu Besuch. Der hat ja eine tatsächlich sehr interessante Lebensgeschichte, über die wir uns heute mal näher unterhalten werden. Er ist früher politisch sehr extrem eingestellt gewesen, seine Gesinnung jedoch um 180 Grad geändert. Heute freue ich mich sehr, dass du bei uns zu Besuch bist auf dem Kanal und ein bisschen von dieser Zeit erzählst. Ich freue mich auch, hier zu sein. Danke für die Gelegenheit, hier erzählen zu dürfen. Der Hitler von Köln. Er hat es schon gesagt, ich war bekannt als der Hitler von Köln. Damit ist eigentlich schon alles gesagt, dass man weiß, wie verstrahlt ich damals gewesen bin. Aber ich habe zum Glück die Kurve bekommen und wenn ich es schaffen konnte, kann das jeder schaffen, der mal falsch abgebogen ist. Und das ist so die wichtige Message, die ich dann auch gerne hier kundtun möchte. Also das heißt, du bist früher ein richtiger Rechtsextremist gewesen? Ich war ein richtiger Nazi. Also kann dazu mal sagen, nicht jeder Rechtsextremist ist Nazi, aber jeder Nazi ist Rechtsextremist. Aber ich war tatsächlich jemand, der Hitler toll fand, der sich selber als Nazi auch gesehen hat und bezeichnet hat. Ja, war schon sehr hart, war sehr radikal und war leider kein Ruhmesblatt in meinem Werdegang, aber habe dann zum Glück irgendwann die Kurve bekommen. Mich würde mal interessieren, wie das Ganze so, ja, ich sag mal, seinen Lauf genommen hat. Also wie genau bist du so an diese Szene erstmalig rangekommen? Weil es muss ja womöglich, denke ich mal, irgendwo diesen Moment gegeben haben, wo man so in diesen Bereich abrutscht oder damit in Berührung kommt. Also ich bin wie die Jungfrau zum Kinde hingekommen. Also meistens ist es ja so, dass Jugendliche, die in den Rechtsextremismus reinkommen, über Gruppendynamiken kommen, dass die einen Kumpel haben, der sagt, ach komm mal mit, ich nehme dich auf eine Veranstaltung mit und dass man so reingerät. Das war bei mir ein bisschen anders. Ich bin in der Schule immer sehr gut gewesen in Fächern wie Politik, Religion, Sozialwissenschaft, über wo man eben mit Quatschen was erreichen konnte. Da hingegen war ich ein totaler Loser in Mathe, Physik und Chemie und habe mich eben dann immer sehr auf die Fächer fokussiert, wo ich dann auch punkten konnte. Und wir haben dann damals im Fach Sozialwissenschaft ein Jugendparlament als Auftrag bekommen zu gründen. Und mir fiel die Aufgabe zu, von sämtlichen kleineren Parteien, die nicht im Bundestag vertreten waren, die Wahlprogramme zu besorgen. Das war damals noch gar nicht so einfach. Heute klickt man dreimal im Google und hat dann eben alles, was man braucht. Und damals war es so, da habe ich einen Bundeswahlleiter in Bonn anschreiben müssen, habe dann die Anschriften bekommen, habe dann die ganzen Parteien mit Rückporto angeschrieben, habe mir da sehr viel Mühe gegeben und dann wirklich auch von kuriosesten Kleinstparteien, also Biertrinkerpartei, anarchistische Pogo-Partei, alles besorgt, was damals gab und habe eine riesen Collage gemacht. Und da waren natürlich dann auch die Parteien rechts und links des politischen Spektrums bei. Auf der rechten Seite gab es damals drei Parteien. Das waren die Republikaner, die gibt es heute noch. Die Deutsche Volksunion, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Die ist mit der NPD fusioniert. Und die NPD, die vielen auch wahrscheinlich ein Begriff sein wird, die sich mit Rechtsextremismus beschäftigen, ist heute auch immer noch eine Schaltstelle des Rechtsextremismus. Und ja, von diesen Parteien habe ich dann die Programme auch angeheftet. Auf der anderen Seite von den linken Parteien, von Deutsche Kommunistische Partei und die Linke, die damals noch Partei des Demokratischen Sozialismus hieß. Also es war komplett alles vertreten. PDS. Das habe ich dann meinen Lehrern gezeigt, bevor es meinen Schülern gezeigt werden sollte. Und die Aufgabe war dann eben von diesen Programmen der Parteien, sich Inhalte rauszunehmen, um dann eben eigene Parteien zu gründen, die dann die Schüler wählen können, um dann so ein Jugendparlament zu gründen. So als pragmatisches Erlernen, wie funktioniert eigentlich unser Parlamentarismus und unsere parlamentarische Demokratie. Ja, und ich habe meinen Lehrern dann eben dann diese Collage gezeigt, habe dann auch ein 1 mit Sternchen bekommen, aber bevor es dann meinen Mitschülern gezeigt werden sollte, sagte sie dann, naja, aber die rechten Parteien, die nehmen wir runter, denen geben wir hier keine Plattform. Und das fand ich ein bisschen doof, weil ich dachte, warum? Die können ja A, gewählt werden, B, ich habe mir die Mühe gemacht und diese Programme besorgt und da stand jetzt auch nichts Ultraradikales drauf. Das waren damals Parolen wie Sicherheit
durch Recht und Ordnung und ähnlicher Kram, den man so eigentlich auch hätte bei der CDU lesen können. Und ich habe es halt einfach nicht verstanden, warum diese Parteien da nicht gezeigt werden sollten. Und anstatt mir das dann näher zu erklären, sagte meine Lehrerin dann damals einfach, ja, nee, das ist so, hat die Programme runtergenommen und zerknüllt und weggeworfen. Und das hat mich schwer getriggert. Das hatte mit Politik erstmal überhaupt gar nichts zu tun, sondern ich fand das einfach nur extrem ätzend, wie die mit mir umgegangen ist. Und habe mir dann gedacht, ja, da muss ja irgendwas dran sein. Warum dürfen diese Parteien jetzt nicht gezeigt werden? Und dann habe ich diese Parteien nochmal angeschrieben und denen geschildert, was mir passiert ist. Republikaner haben sich nicht mehr gemeldet, die DVU hat sich nicht gemeldet, aber die NPD schrieb mich dann an und sagte hier, oh, okay, komm doch mal zum Treffen von uns. Da bin ich dann, 13 Jahre alt war ich, wie so ein kleiner Star gefeiert worden. Dann kamen alle plötzlich auf mich zu und sagten, boah, Mensch, toll, dass du dich hier nicht verunsichern lässt und toll, dass du gesagt hast, dass das nicht in Ordnung ist, dass unser Parteiprogramm nicht gezeigt werden darf. Das zeigt doch, dass wir in Deutschland gar keine echte Demokratie haben. Und das war für mich, aufgrund meines persönlichen Erlebens, klang das erstmal schlüssig. Weil ich mir dachte, warum darf ich diese Parteien nicht zeigen? Und das hat mich dann so in diese Kreise hineingebracht. Und ich weil Deutschland bis heute ein besetztes Land ist. Das haben wir auch erzählt. Das war eine unserer Parolen. Eine GmbH. Das ist eins der Thesen gewesen, die da vertreten worden sind später. Aber am Anfang war es eben erstmal so der softe Einstieg, dass man sagte, ja, wir leben doch in einer Demokratie und da darf doch jeder seine Meinung sagen. Warum dürfen wir das nicht? Und du erlebst ja dann quasi selber mit unserem Wahlprogramm, unserem Parteiprogramm, dass wir hier nicht dieselben Rechte haben wie andere Parteien. Und das erschien mir erstmal schlüssig. Und dann habe ich eben dann mir da eben weiter angehört, was die zu erzählen hatten. Und habe dann, weil ich immer schon jemand war, der ein Problem damit hatte, sich über den Mund fahren zu lassen und einfach von oben gesagt zu bekommen, hier, Klappe zu, Affe tot, du machst jetzt, was wir dir sagen. Muss ich dazu ausholen, kommt so ein bisschen auch von meiner Familiengeschichte. Mein Vater war und ist ein ziemlicher Diktator gewesen. Der hat immer gesagt, meine Meinung und egal, was 100 andere sagen, die ist jetzt so und das machst du so. Und da hatte ich immer schon prinzipiell persönlich ein Problem mit. Und das hat mich eben dann das Verhalten der Lehrerin daran erinnert. Und ich hatte dann so ein bisschen so diesen jugendlichen Rebellendrang und sagte mir, jetzt erst recht. Und habe dann im Unterricht angefangen, eben dann auch weiter kritische Fragen zu stellen, was mir da von der NPD erzählt worden ist. Und das führte leider nicht dazu, dass man sich mit mir hingesetzt hat und darüber diskutiert hat. Das hätte damals sicherlich noch was gebracht, sondern man hat einfach gesagt, du hältst jetzt die Klappe. Und das hat mich natürlich weiter angetrieben, weil ich dann so schon in dieser Rebellenphase drin war, ich sagte, ne. Ich darf das sagen, ich lasse mich von euch nicht unterdrücken und das mache ich nicht mit. Und dann fing diese unselige Entwicklung an, dass eben dann mein normales Umfeld, die Lehrer und die Mitschüler zu mir auf Abstand gegangen sind. Und da habe ich den Fehler nicht bei mir gesucht. Habe nicht gesagt so, okay, vielleicht erzählst du doch ein bisschen Unsinn. So habe gesagt so, ach guck mal, da hat die NPD ja recht. Die sind alle manipuliert, die sind alle gleichgeschaltet. Die wollen nicht, dass andere Themen geäußert werden als die vermeintlich vorgeschriebenen. Und ich habe dann selber angefangen, mich abzugrenzen und habe gesagt so, oh komm, da habe ich jetzt aber keinen Bock drauf, mich so behandeln zu lassen. Und wo geht man dann hin? Dann geht man natürlich zu den Leuten, die einen Schulterklopfen geben und sagen so, ey, du bist ein geiler Typ und du machst Sachen, die sich viele nicht trauen. Finden wir super. Und so war ich dann in dieser Schiene drin. Und dann hat die Radikalisierung bei mir auch sehr schnell vonstatten gegangen. Also ich habe dann tatsächlich angefangen, mich intensiv auch mit ideologischen Schriften auseinanderzusetzen. Habe dann auch verbotenes Material aus den USA bestellt und mich da eingelesen und hatte dann tatsächlich so diese Wahnvorstellung mit 13 Jahren. Ich begreife jetzt, wie die Welt funktioniert. Ich habe gerafft, was hier läuft. Die anderen sind alle doof. Das sind Schlafschafe. Die sind manipuliert. Ja, so bin ich dann halt in dieser Szene gelandet. Und das dann auch sehr intensiv. Ja, so sozusagen auf diesem Weg, dass der Nachwuchs Ihnen regelrecht entgegengelaufen kam. Naja, ich habe ja das bestätigt, was die Propaganda ausgesagt hat. Ja, also die NPD damals, muss man sagen, im Jahre 96, 97, das war nicht die NPD, die wir heute kennen. Das war 96 warst du 13. Ich habe gedacht, du bist viel älter. Ich sehe halt viel älter aus, ja? Ja, das habe ich nicht gedacht. Die NPD war dafür aber damals noch nicht der richtige Ort, weil die immer so ein bisschen Probleme damit hatten, wenn man in die Öffentlichkeit ging. Die sagten dann eher, ja, nee, und lass da mal lieber hier uns intern treffen. Und da hatte ich keinen Bock drauf. Und so habe ich dann ziemlich schnell 1998 mit mehreren jungen Leuten dann, die ähnlich unzufrieden waren mit dem Zustand der Partei wie ich, dann eine sogenannte Freie Kameradschaft gegründet. Das waren damals Strukturen, die nach den Parteiverboten von kleineren Neonazi-Gruppierungen in den 90er Jahren entstanden sind, wo man sich dann lokal zusammengefunden hat und sagte, wir sind jetzt hier eine Gruppe und wir können jetzt quasi machen, was wir wollen. Und das haben wir dann auch gemacht und haben dann angefangen, Kundgebungen anzumelden. Die erste Nazi-Demo in Köln seit 1945 haben wir 1999 dann veranstaltet und
Das war natürlich dann eine sehr rasante, eine sehr schnelle Entwicklung. Also ich bin da total drin aufgegangen. Das war damals natürlich auch mit 13, 14 so der Rebellengeist, den viele Jugendliche haben. Also einige werden dann Punk, einige machen was anderes. Ja, und ich bin dann leider Nazi geworden und bin dann in dieser Szene auch stecken geblieben dann. Du hast ja vorhin erwähnt, dass du gemeinsam mit anderen die erste Nazi-Demo seit dem Zweiten Weltkrieg hier in Köln organisiert hast, und das war 99, richtig? 1999, genau, im Mai. Da warst du dann, warst du ja noch minderjährig, ne? Da war ich noch minderjährig. Warst du, ich glaube, dann 16, genau. Circa. Wie hat eigentlich dein familiäres Umfeld, also zum Beispiel deine Eltern oder andere Verwandte, darauf reagiert, dass du dich in diesem jungen Alter plötzlich so radikal recht, ich nenne es mal, engagiert hast? Ja, gut, meine Eltern, muss man dazu sagen, ich komme aus einem kleinen Dorf, das war alles sehr spießig. Meine Eltern waren ziemliche Spießer, das war für die natürlich dann absolut ein Super-GAU. Ja, also ihr Sohn, der sorgt jetzt dafür, dass Flugblätter von Linken verteilt wurden über hier Nazi-Zentrale im Haus meiner Eltern. Die Polizei kam dann vorbei wegen illegaler Propaganda, die ich verbreitet habe. Das war sehr, sehr schlimm für meine Eltern, die haben dann auch versucht, dagegen zu steuern. Aber ich war eben auf dem Standpunkt und sagte, warum? Wenn wir eine Demokratie haben, darf ich diese Meinung sagen, und andere Leute greifen mich jetzt an. Ich bin auch schwer angegriffen worden, muss ich dazu sagen. Also ich habe im Wahlkampf einen Messerstich abbekommen zum Beispiel von einem Linksextremisten, und das hat natürlich dann auch so meine Freund-Feind-Wahrnehmung bestimmt, dass ich immer sagte, warum? Ich mache ja nichts anderes als meine Meinung sagen, was in der Demokratie möglich sein sollte, und warum bin ich jetzt das hier... Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Genau. Genau, ja, und das war eben dann die Problematik, dass ich selber bei mir keinen Fehler gesucht habe, sondern schuld man immer die anderen. Ja? Die anderen unterdrücken mich, die anderen verfolgen mich, die anderen begehen Gewalttaten, und ich bin ja völlig unschuldig. Warum sollte ich jetzt aufhören? Das war für mich dann so ein Ding, wo ich sagte, ne, jetzt erst recht mache ich weiter. Und das hat mich natürlich immer weiter dann in diese Szene gezogen und es dann auch sehr schwierig gemacht für mein Umfeld, meine Eltern mit mir umzugehen. Das führte letztendlich dann auch dazu, dass ich mit 16 Jahren dann vor die Tür gesetzt wurde, und eigentlich sehr, sehr dramatisch, dass eben dann ein junger, sich radikalisierender Mensch auch der elterlichen Obhut dann entzogen wurde. Aber ich fand es damals geil. Ja, eigene Bude und niemand mehr da, der einen irgendwie kontrollieren konnte. Und dann habe ich erst richtig losgelegt. Ja, und dann ging der Weg halt richtig los für mich, weil ich habe dann auch damals gesagt, ja, wir wollen ja Revolution, wir wollen ein anderes Deutschland. Und hier der Kapitalismus, die Demokratie ist alles falscher Schein, und das will ich alles nicht. Kapitalismus ist geil. Sage ich heute auch. Ja, aber damals war ich tatsächlich so, dass ich sagte, für den Eimer. Ne, und wollte deswegen auch kein bürgerliches Leben führen. Ich war immer ein guter Realschüler, habe aber dann das letzte Jahr, wo ich dann allein gelebt habe, die Schule quasi geschmissen, habe dann nur einen Hauptschulabschluss gemacht als Realschüler und habe dann gesagt, ja, ich bin jetzt Beruf Aktivist, ich bin jetzt Beruf Neonazi, kann man sagen. Und habe dann nichts anderes gemacht als eben dann Politik, Politik, Politik. Haben deine damaligen Arbeitgeber von deiner rechtsradikalen Gesinnung gewusst? Also damals noch nicht, das war noch viel einfacher, da war ich noch nicht so bekannt wie später, aber ich war halt auch jemand, der im Gegensatz zu anderen Rechtsextremisten die Öffentlichkeit gesucht hat. Also wenn mir jemand eine Kamera oder ein Mikrofon vors Gesicht gehalten hat, habe ich gesagt, boah geil, jetzt kann ich meine Parolen verbreiten, und bin dadurch auch dann sehr bekannt geworden. Also später, du hast am Anfang schon gesagt, habe ich dann den Beinamen bekommen, der Hitler von Köln, ja, weil ich lief auch rum wie so eine schlechte Nazi-Karikatur, immer Braunhemd und... Hitlerfisch bestellt, genau, ja. Also wenn man sich heute jetzt so einen amerikanischen Film anguckt, wo so eine Nazi-Karikatur rumläuft, so sah ich damals aus, so war ich damals unterwegs und habe mich natürlich total geil gefühlt. Ne? Von wegen so, boah, super, und ich traue mich was, ich lasse mich nicht verbieten und unterdrücken, und das war tatsächlich dann damals so die Welt, in die ich eingetaucht bin und die ich dann leider auch gelebt habe. Ne? Also du hast vorhin ja erwähnt, dass du durchaus auch mit deinen damaligen politischen Gegnern Konfrontationen hattest. Ist es... auch häufiger schon mal dazu gekommen, dass du da halt dann mit viel Widerstand konfrontiert wurdest, oder hast du auch Strafanzeigen oder Ähnliches bekommen? Alles, also Strafanzeigen gehörten dazu. Ich war ganz am Anfang noch so, bis ich dann auch irgendwann selber dazugelernt habe als Nazi, war ich jemand, der rumgelaufen ist und Hakenkreuzaufkleber verklebt hat und den Hitlergruß gemacht hat, was in Deutschland ja auch verboten ist. Wetten, die hast du aufgeklebt, weil du nicht weißt, wie man die zeichnet. habe ich mich da halt auch mehrfach strafbar gemacht, habe auch dann Strafanzeigen bekommen, bin verurteilt worden, auch zu Jugendarrest und so weiter und so fort. Und Auseinandersetzung mit den politischen Gegnern, die waren an der Tagesordnung. Also man kann sich vorstellen, heute ist es ja leider so, muss man sagen, dass Nazi-Aufmärsche, Nazi-Kundgebungen, rechtsextreme Veranstaltungen an der Tagesordnung sind. Die finden halt statt, gerade auch im Osten Deutschlands, und da gibt es wenig zivilgesellschaftlichen Widerstand. Das war damals noch anders. Also wenn wir hier in Köln demonstriert haben, dann gab es tausende Gegendemonstranten, dann gab es auch viele gewaltbereite
gewaltbereite Linksextremisten, die gesagt haben, die müssen wir von der Straße prügeln. Das war etwas, was uns dann auch sehr bestärkt hat. Das war dann so ein Synergieeffekt. Da haben wir nicht gesagt, so, oh mein Gott, wir sind hier gar nicht beliebt, sondern ja, denen zeigen wir es jetzt. Wir setzen uns durch, wir schlagen eine Bresche, wir machen jetzt hier was. Und das haben wir damals ganz toll gefunden. Aber ich bin selber auch nie der Schlägertyp gewesen. Man sieht es jetzt auch. Ich bin also ein kleiner Hemfterling und habe damals also auch viel einstecken müssen. Also ich bin mehrfach überfallen worden. Man hat mir mit einem Teleskopschlagstock den Schädel eingeschlagen und das sind alles Dinge gewesen, die mich deswegen natürlich... hast du jetzt einen an der Waffel. Das könnte, aber ich hatte schon vorher einen an der Waffel, muss man sagen. Ja, ich würde es jetzt gern darauf schieben und sagen, ey, ich konnte nichts dafür. Aber das war halt eben dann später, ja, wo ich also schon durchaus fanatisiert und radikal und idiotisch unterwegs war. Das hat mich natürlich auch weiter radikalisiert, weil ich sagte, okay, schaut mal die Methoden an, die die anwenden. Wenn die das können, dann können wir das ja auch. Ja, also wenn dann irgendwann von uns irgendwelche Linken zusammengeschlagen worden sind, habe ich immer gesagt, naja, wie es im Wald hineinruft, schallt es heraus. Das machen Extremisten aber generell. Wenn man jetzt mit einem Linksextremisten spricht und die fragt von wegen, warum habt ihr Nazis zusammengeschlagen? Ja, die haben ja angefangen. Ist immer dann die Frage, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? So radikalisieren sich diese Gruppen eben dann gegenseitig. Also der Inlandsgeheimdienst, der hat doch tatsächlich auch mal eine Person auf dich angesetzt. Genau. Also ich glaube, V-Mann wird das dann genannt. Ja. Jemand, der dich ausspähen sollte, um dem Verfassungsschutz detailliertere Informationen über dich zu liefern. Weißt du in etwa, wann das angefangen hat? Also ab wann der Verfassungsschutz tatsächlich angefangen hat, explizit dich zu überwachen? Schon 1998. Also mit 15 tatsächlich. Mit 15 schon. Also der Mann, der war auch mein bester Freund, dachte ich damals, und auch mein Stellvertreter. Da wird man mit 15 vom Verfassungsschutz beobachtet. Das muss man auch erstmal schaffen. Naja, und das hätte ich damals auch von dem nie gedacht. Ich hätte tatsächlich so, man hat ja immer auch so ein bisschen Verfolgungswahn, hat immer auch dann so ein bisschen gemunkelt, wer könnte V-Mann sein. Ich hätte meine Hand ins Feuer gelegt, dass der es nicht hätte sein können. Also ich war sehr nah und sehr eng mit ihm auch dann befreundet. Ich war dabei, als seine Mutter gestorben ist. Ich habe sein Kind aufwachsen sehen. Ich kannte seine Freundin, seine Liebschaften. Das war halt jemand, mit dem ich sehr gut klarkam. Und das hat mich dann, wo es nachher rauskam, auch dann ja doch schockiert, ne? Dass der tatsächlich von Anfang an auf mich angesetzt war vom Verfassungsschutz, um mich eben dann auszuspielen. Ja, ne? Warst du auch mit anderen Neonazis aus anderen Teilen Deutschlands oder vielleicht sogar im Ausland vernetzt? Oder ja. Kanntest du die persönlich? Ja, das kam. Also die Neonazi-Szene ist natürlich ein Netzwerk von verschiedenen Gruppierungen. Es gibt teilweise auch Städte, da gibt es nicht nur eine Nazi-Gruppierung, da gibt es mehrere. Und man arbeitet zum Beispiel Dresden. Auch Dortmund, da gab es mehrere Kameradschaften. Es gibt letztlich kann man sich auch, sage ich immer, die Neonazi-Szene vorstellen, die ist nicht mit einem Führer oben durchorganisiert, die ist so ein bisschen wie Game of Thrones auf Fisch bestellt. Ja, also da gibt es viele Gruppen, da gibt es viele Eifersüchteleien, viele Intrigen, viele Kämpfe und letztlich jeder gegen jeden. Also deswegen, wenn ihr einer zuschauen sollte, der irgendwie denkt, oh, das sind ja Kameraden, die halten zusammen und die reden ja immer von Gemeinschaft, das ist alles Blödsinn. Also es gibt nichts Zerstritteneres als diese Szene. Jeder will der geilste Führer sein. Ich bring's immer auf den Punkt, also das Idealbild eines Nazis ist ja ein Volk an Reich an Führer. Die Realität ist, kein Volk, kein Reich, aber 1000 Führer. Ne? Und jeder will Führer sein. Das ist die Realität halt in der Szene. Ja? Dass da viele eben dann meinen, sich nicht unterordnen zu wollen oder ihr Süppchen zu kochen, andere dann auszustechen, die ihrer Ansicht nach dann falsche Inhalte verbreiten oder ein Braunhemd haben, was zu braun oder nicht braun genug ist. Also da gibt es tausende Gründe, warum man sich damit unterradikal bekriegen kann. Das ist an der Tagesordnung in dieser Szene. Ne? Wann bist du das erste Mal Formel 1 gefahren? Nein. Auf welchem Weg oder wodurch hast du herausgefunden, dass dieser, ja, in Anführungsstrichen, enge Freund von dir, ja, ein Spitzel vom Inlandsgeheimdienst gewesen ist? Also das kam erst nach meinem Ausstieg im Zuge der Ermittlungen zum NSU, der Terrorgruppe. Da ist das herausgekommen, es war Stefan Aust. Den kennen vielleicht einige von euch, die politisch interessiert sind. Das ist der... Klar, wir kennen ihn alle. wer kennt ihn nicht? Ja, das ist der nette Mensch mit Brille, der Spiegel TV Chefredakteur ist und auch öfters mal bei Spiegel TV dann die Moderation macht. Und der hat das aufgedeckt über die Sichtung der Unterlagen, dass der Mann eben V-Mann war und in Verdacht stand, zeitweise an den Anschlägen des NSU beteiligt gewesen zu sein. Das war nicht der Fall, aber es kam natürlich damals raus, war natürlich eine Riesenschlagzeile. Hier V-Mann des Verfassungsschutzes, der eine Neonazi-Gruppierung mitgeleitet hat, er war ja auch mein Stellvertreter, war dann eben vielleicht am NSU-Anschlag hier in Köln beteiligt. Und da kam das medial natürlich dann groß raus. Und das war eine Sache, hätte ich persönlich nicht gedacht, muss aber auch sagen, zu dem Zeitpunkt, wo ich selber raus war,
war ich auch nicht enttäuscht oder böse. Ich bin ja selber dann zum Verräter geworden, weil ich ausgestiegen bin, mich distanziert habe und war ihm deswegen auch nicht böse, muss ich sagen. Also war letztlich dann eine Sache, die mich aber trotzdem sehr überrascht hat, weil ich hätte es von ihm nie gedacht. Also Neonazis vertreten, also die haben ja durchaus ein menschenverachtendes Weltbild. Ja. Hast du in deiner Zeit, in der du damals rechtsradikal eingestellt warst, auch Gewalt gegen, gegen Minderheiten oder andere Bevölkerungsgruppen bewusst gebilligt? Also tatsächlich, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, so, oh mein Gott, da hatte ich ein tierisches Problem mit. Also forciert haben wir das nicht. Also meine Parole war immer, wir haben so viele Gegner, die können wir nicht alle erschlagen, die müssen wir überzeugen. Das war eben so mein Anspruch, weil ich davon ausging, dass meine tolle Idee der Nationalsozialismus so super ist, dass wenn die Leute nur ungefiltert damit von mir in Berührung kommen, alle überzeugt werden und sagen, boah geil, der hat ja vollkommen recht. Deswegen war ich persönlich immer ein Feind davon zu sagen, wir gehen jetzt mit Gewalt gegen andere Gruppen vor. Aber es hat mir nichts ausgemacht. Also wenn dann Leute erzählt haben, wir haben einen Zusammenstoß mit Linken gehabt beim Plakatieren und haben die zusammengeschlagen, hätte ich nicht gesagt, oh mein Gott, wie konntet ihr das tun? Hab gesagt, so, ja, recht so. Ne? Die machen es ja auch nicht anders. Das ist halt immer so dieses Rechtfertigen, ja die anderen sind ja noch viel schlimmer, die anderen machen ja auch und man wird natürlich dann zum totalen Zyniker und Menschenfeind. Ja, oder auch, wenn ich heute gefragt werde, wie hättest du reagiert, wenn so ein Asylantenheim gebrannt hätte. Ich hätte ganz zynisch damals gesagt, als der Menschenfeind und mich sagen darf, das Arschloch, das ich war, ja, wenn die nicht hier wären, könnten wir die auch nicht anzünden. Das wäre damals so meine Parole gewesen. Ja, und man verliert halt jede Menschlichkeit, weil Humanismus als Rückenmarksabweichung angesehen wird. Man will ja Härte vertreten, man will ja stark sein, man will ja Kämpfer sein und sieht sich ja auch ständig in seinem Weltbild in einem ständigen Krieg. Man ist ja im Krieg gegen dunkle Kräfte, die Deutschland kaputt machen wollen, die das Volk auslöschen wollen und. Ja. Da meinen wir, diese Bilder, die ich im Kopf hatte, finden wir aber heute auch bei anderen rechtsextremen Gruppierungen. Ja, die Identitären, die reden von großem Austausch, der von globalistischen Eliten vorangetrieben wird. Wir haben das damals halt nicht so sprachlich sanfter dargestellt, wie es heute der Fall ist von vielen Rechtsextremisten, sondern wir haben gesagt, wir sind in einem Rassenkampf, wir werden übervölkert, es werden eben von den Juden, das war das große Feindbild, werden eben dann fremde Völkerscharen nach Deutschland gehört, die das Volk und die Kultur kaputt machen sollen. Je größer die Bedrohungslage ist, die man sich da zusammen fantasiert, umso mehr hat man ja auch eine vermeintliche Legitimation, dagegen anzugehen, auch notfalls mit Gewalt. Also das war in der Szene an der Tagesordnung und das wurde von mir in meinen Reden, also ich bin verbaler Totschläger gewesen, natürlich auch genauso forciert und auch vorangetragen leider. Ne? Hast du dich denn mal an Übergriffen gegen andere Personen beteiligt? Nein. Ich habe mitbekommen, also muss sagen, wenn damals jetzt eine Großveranstaltung gewesen ist, da sind wir nicht im Auto hingefahren, dann haben wir eben Zuggruppen gebildet. Das war dann schon mal so, dass aus dem Ruhrgebiet und aus dem Rheinland dann 200, 300, 400, wenn es eine Großveranstaltung war, Nazis eben im Zug waren. Und das konnte dann passieren, dass eben von Gegendemonstranten dann auch 300, 400 irgendwo mal eingestiegen sind. Und dann gab es natürlich schon Auseinandersetzungen, gab es auch Schlägereien dann. Ne? Bist du für deine, also für die Anzeigen, die du bekommen hast, auch verurteilt worden? Ja, mehrfach. Also ich habe ein Jahr an Jugendstrafe angesammelt, das immer noch zur Bewährung ausgesetzt wurde und habe dann für eine antisemitische Hetzrede, die ich gehalten habe, im Jahre 2004 auf einer NPD-Demo in Bochum, da ging es um Steuergeldausgaben für den Bau einer Synagoge, was wir natürlich zum Anlass genommen haben, dann antisemitische Hetze zu verbreiten, bin ich für eine Rede verurteilt worden dann zu 21 Monaten und es gab dann eine Gesamtstrafe von 33 Monaten, die ich dann auch antreten musste. Also ich bin dann auch 2 Jahre meines Lebens in Haft gewesen, damals von 2006 bis 2008.